Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Arminia Bielefeld und RB Leipzig. Ich hoffe, auf der Pressetribüne kann man uns sehen und hören. Bei mir sind die beiden Cheftrainer und ich bitte den Gästetrainer Uwe Neuhaus um sein Fazit zum Spiel. Ja, danke schön. Ich glaube, dass wir heute ein gutes Spiel hier geliefert haben. Wir haben letzte Woche gegen Leverkusen in der Defensivarbeit sehr viel positive Dinge mit nach Leipzig genommen aus diesem Spiel. Wir wollten natürlich darüber hinaus deutlich häufiger und besser in der Offensive auch in Erscheinung treten. Ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben aus einer natürlich vernünftigen defensiven Grundordnung immer wieder gute Aktionen gehabt, ob es Umschaltmomente waren, ob es auch Pressing-Aktionen waren. Auch durch lange Bälle und einer richtig guten Präsenz von Fabi Klos haben uns, wenn ich an die beiden Chancen von Ritsu Doğan denke, Chancen herausgespielt, die wir leider nicht verwertet haben. Wenn man mal die beiden Tore nimmt, wie sie entstanden sind, dann ist es auf der einen Seite natürlich gut von Leipzig gemacht, nach unserem eigenen Einwurf über den zweiten Ball, den Konter schnell zu fahren, Stellungsfehler auszunutzen und dann das 1-0 zu erzielen. Das zweite haben wir uns ein kleines bisschen auf die eigene Kappe zu heften. Es war natürlich, sind immer wieder Situationen, in die wir kommen, wo der Spieler dann auch selber entscheiden muss, wie groß er das Risiko trägt, was die Situation mit sich bringt. Er hat leider eine falsche Entscheidung getroffen. Das Gute daran war, dass die Mannschaft sofort eine Reaktion gezeigt hat. Zum einen sind viele Spieler zu ihm hingegangen, haben ihn sofort wieder aufgebaut. Die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen. Dann wäre natürlich das mit dem 3-0, mit dem Elfmeter wäre das Spiel entschieden gewesen. So hat sich die Mannschaft auf jeden Fall nochmal absolut dagegen gewehrt. Hat nicht nur den Anschlusstreffer erzielt, sondern auch darüber hinaus eine gute Druckphase gehabt. Wenn es auch natürlich durch Caro einfach Fußball entstanden ist, viele hohe, lange Bälle. Trotzdem, die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und eigentlich ist es schade, dass wir dadurch auch nicht belohnt wurden. Trotzdem, das war genau das, was wir zeigen wollten. Defensiv gut zu stehen, offensiv viele Akzente zu setzen. Jetzt haben wir noch 3 Wochen und 4 Spiele, die allesamt wichtig sind. Ich weiß auch, dass diese Spiele nicht gerade einfacher werden, auch vom Kopf her. Die müssen wir mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Konsequenz angehen wie heute. Und dann werden wir auch ein paar Punkte holen. Danke. Vielen Dank, Uwe Neuhaus. Dann Julian, dein Fazit bitte. Ja, wir freuen uns nur über die 3 Punkte. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, haben schon Probleme gehabt. Ich glaube, Bielefeld muss in Führung gehen, haben eine 100%ige Torchance zu Beginn vor unserem 1-0. Ja, das 1-0 war eine ganz ordentliche Situation, die wir kreiert haben nach dem Ballgewinn. Danach haben wir nochmal eine ganz gute Chance mit Dani Olmo gehabt. Trotzdem gefühlt hatte Bielefeld eigentlich über die 90 Minuten die klaren Chancen. Natürlich waren wir dann in der besten Phase, wenn ich 10 Minuten nach der Pause, da waren wir ganz gut drin. Sonst war das insgesamt, glaube ich, mit unserer schlechteste Saisonleistung, was den Ballbesitz angeht, aber auch Gegenpressing-Situationen. Vor allem in der ersten Halbzeit war jeder Konter eigentlich gefährlich oder zumindest jeder Konter endete irgendwie in einer Aktion in unserer Hälfte. Und dann nach dem vergebenen Elfmeter und dem 2-1 haben wir noch zweimal schon Glück gehabt bei einer Standardsituation. Ich glaube, einmal musste der Ausgleich fallen. Auch eine große Chance aus 6-7 Meter nach dem quergeköpften Ball von uns selber. Dann haben wir noch 2 eigentlich ordentliche Konter gehabt, die wir beide ins Ausgespielt haben. War ein bisschen symptomatisch für unser Spiel heute, wo wir, glaube ich, mit den 3 Punkten natürlich zufrieden sind, mit dem Sieg, der wichtig ist, und mit dem Spiel jetzt nicht ganz so. Ich sehe es genauso, dass das Bielefeld es sehr gut gemacht hat und jetzt nicht nur das aufgrund unserer Leistung nicht so ein gutes Spiel war von uns, sondern auch, weil der Gegner es sehr gut gemacht hat, offensiv gut gemacht hat und wir einfach nicht so präsent waren heute. Wir nehmen die 3 Punkte mit und müssen im Hinblick auf Mittwoch und natürlich dann auch nächste Woche Samstag uns schon deutlich steigern. Danke, Julian. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten. An die Gäste aus Bielefeld nochmal kurz der Hinweis, dass wir das immer über das digitale Handzeichen lösen, falls das technisch nicht klappt. Sehen wir es aber heute wahrscheinlich auch, wenn Sie in die Kamera winken. Stefan Krause von der Bild-Zeitung hat das digitale Handzeichen gehoben und fängt an. Ja, Alex
Solot wollte das erste Tor erzwingen, hat sich den Elfmeter geschnappt von Emil Forsberg. Was kann ich als Trainer jetzt machen? Wie kriegt man den Jungen irgendwie aufgebaut? Muss man da Schamanen kommen lassen? Oder was ist da die Lösung? Ja, vielleicht frage ich mal einen Uwe, der ist deutlich erfahrener als ich. Vielleicht hat er eine gute Lösung. Grundsätzlich finde ich, hat er wieder einen Schritt schon gemacht in die richtige Richtung. Hat schon besser gespielt als zuletzt, finde ich. Hat natürlich auch den Elfmeter sehr gut rausgeholt. Und ich glaube, der hat sich den Ball jetzt nicht geschnappt, sondern Emil hat ihm, oft schießt er der Sabi oder Emil, aber der Emil hat ihm, glaube ich, einen Ball überlassen, um die Aktion, die er vorher hatte, den guten Ball gewinnen und dann auch den Elfmeter rausgeholt, einfach zu belohnen. Ist ihm leider nicht geglückt. Ich weiß auch nicht 100%, ob ein Elfmeter-Tor für einen Stürmer jetzt der mega Knotenlöser ist, aber keinen zu schießen ist natürlich schlechter, keinen zu treffen. Ja, der wird schon kommen. Es ist, wie ich unter der Woche gesagt habe, im Stürmer einfach oft so, der muss einfach jetzt mal treffen und das nötige Fortune haben, dass er einmal reingeht, ob jetzt ein Elfmeter oder eine normale Chance. Sonst hat er heute auch keine klare Abschlusssituation gehabt, leider, wo er noch ein Tor hätte machen können oder machen müssen. Aber der Schritt war auf jeden Fall schon in die richtige Richtung, auch was Anlaufen angeht und die Präsenz. Das war bis zu dem Zeitpunkt, wo er ein bisschen müder würde, auf jeden Fall deutlich besser als zuletzt. Jan Ahlers von der Neuen Westfälischen als nächstes, bitte. Ja, hallo Herr Neuhaus. Eine Frage zu zwei Spielern. Einmal Amos Pieper, heute sicherlich einige unglückliche Aktionen, die man so von ihm vielleicht nicht kennt. Was haben Sie vielleicht nach dem Spiel schon mal zu ihm gesagt? Und was hat er beim Elfmeter davon getragen? Und der zweite Spieler war ja, bleiben wir erstmal beim ersten Spieler, Amos Pieper. Er hatte sich in der Aktion vor dem Elfmeter bei einer Grätsche schon eine leichte Blessur zugezogen, die ja, muskulärer Natur ist und dann bei dem Sprintduell, wo es um den Elfmeter ging, hat er einen kleinen Stich gemerkt. Ich kann es aber noch nicht definitiv sagen. Stich ist normalerweise ein deutliches Anzeichen, dass es muskulär irgendwo eine kleine Läsur gibt. Das müssen wir aber abwarten und die Ergebnisse der Untersuchung auch Anfang der Woche abwarten. Nils Seufert hat eine ordentliche Partie gezeigt, hat seine Stärken, seine Laufstärke, aber auch seine technischen Aktionen. Gutes Kombinationsspiel hat er heute auch mit auf den Platz gebracht. War natürlich hinterher eine Auswechslung, die begründet war, die wir natürlich mit Wucht durch Shiplock und Vogelsammer dann noch in eine andere Spielweise ummünzen wollten und hatte nichts mit seiner Leistung zu tun. Die nächste Frage stellt Tom Bachmann für die dpa. So, dann noch eine Frage an Herrn Nagelsmann, bitte. Sie haben gerade schon gesagt, dass es der Mittagessen weitergeht. Ich würde gerne schon auf Mittwoch schauen, auf Istanbul. Das sind quasi wenige Tage, wenige Stunden ist dann quasi jetzt aus mit der Mannschaft und die Zeit und Tage dazu. Thomas Hummer hat ja vom Spiel in Paris, vom Anspiel von Paris gesprochen. Ja, wir wollen natürlich aus eigener Kraft weiterkommen, demnach sollten wir beide Spiele gewinnen und demnach auch das Spiel am Mittwoch in Istanbul. Die Tage sehen so aus, dass die Jungs morgen selbstständig individuell zu den Physiotherapeuten gehen und regenerieren. Wir haben jetzt morgen kein Training. Dann ist am Montag Wettkampfersatztraining für die anderen, die gespielt haben, nochmal mehr oder weniger Regeneration. Behandlung und dann haben wir am Dienstag die Gegnervorbereitung und die Vorstellung der Idee, wie wir gegen Istanbul erfolgreich sein wollen und dann fliegen wir ab und werden dann in Istanbul hoffentlich ein gutes Spiel machen, ein erfolgreiches Spiel machen und von da auch direkt weiter nach München fliegen und nicht mehr nach Leipzig kommen, um uns einfach eine Flugstrecke zu sparen und versuchen dann da auch ein gutes Spiel zu machen. Jens Brinkmeier vom Westfalenblatt hat gewunken. Ja, genau. Herr Neuhaus, Sie hatten vor dem Spiel unter anderem gesagt, dass Sie sich in Leipzig auch Selbstvertrauen holen können und wollen für die nächsten Spiele, die Sie eben schon angesprochen haben. Denken Sie, das ist Ihnen und der Mannschaft gelungen? Und zweite Frage, Sergio Córdova und Johann Simon Emerson waren heute wieder nicht im Kader. Sind die angeschlagen oder hatte das andere Gründe?
Ja, ich denke schon, dass uns das heute gelungen ist. Habe ich auch an dem Feedback aller Medien, vorhin auch einige Kameras da, auch ja, als Feedback bekommen. Ich glaube, dass das Spiel so war, wie wir es uns gewünscht haben, dass RB natürlich spielerisch die bessere Mannschaft ist, individuell die besseren Spieler besitzt. Das war uns von vornherein klar. Wir konnten nur über die mannschaftliche Geschlossenheit konnten wir irgendetwas hier erreichen. Das wäre uns fast gelungen. Die positiven Ansätze habe ich ja vorhin schon geschildert und das macht Not, keine Frage, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass die Spiele, die jetzt kommen, auch schon auch ein bisschen anders verlaufen können. Das ist jetzt überhaupt keine Garantie, dass wir in den nächsten Spielen punkten werden, aber wenn wir den Weg beibehalten, dann kann es auf jeden Fall so sein. Córdoba und Edmundson, ja, wir haben einen großen Kader, ich muss ja schon alleine, wenn wir Gegnervorbereitungen machen und 11 gegen 11 spielen, dann müssen ja schon 6 Mann dann eben auf dem anderen Platz trainieren. Die beiden gehören im Moment dazu, weil Shiplock und Klos vor Córdoba ist und Edmundson ja auch im Moment hinter Vogelsammer, hinter Soku, hinter Doan und so weiter seinen Platz hat. Uli Krümer für die MZ und RB Live, bitte. Hallo Nagelsmann, der Lucky Samardžić, der hat heute teilweise Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Wie haben Sie ihn heute gesehen auf dem Platz? Hat er die Chance ja auch aus Ihrer Sicht genutzt, um sich da auch für die nächsten Wochen immer mal jetzt reinzuspielen in die Mannschaft? Ja, hat es gut gemacht, das Tor sehr gut vorbereitet. Man hat dann schon gesehen im Laufe des Spiels, dass er ein bisschen müde wurde. Ich erwarte schon, dass er ja, jetzt in den nächsten Wochen so an seinem Körper arbeitet, dass er dann auch mal 90 Minuten spielen kann. Es war sehr ähnlich wie gegen Gladbach auch, wo wir ihn auswechseln mussten mit Krämpfen. Er ist schon noch in einem jugendlich frischen Alter, wo er eigentlich die 90 marschieren müsste. Aber fußballerisch ist er außergewöhnlich gut. Ist ein ja, ganz lieber Kerl, der zuhört, der sich gut entwickelt und das ein sehr feines Füßchen hat. Hat man heute bei der Vorbereitung vom Tor gesehen. Es war ein top getimter Ball in die Tiefe. Und die Qualitäten hat er, die werden wir sicherlich noch auch noch öfter ja, begutachten oder bestaunen können. Andreas Hunzinger macht weiter für den Kicker, bitte. Andreas, hörst du uns? Du müsstest zu hören sein. Falls du sprichst, das sieht man aufgrund des Mundschutzes nicht, dann scheinst du einen Wackelkontakt beim Headset zu haben. Wir springen mal weiter zu Stefan Krause von der Bild-Zeitung und probieren es gleich nochmal bei dir, Andreas, ja? Eigentlich war ja mal die Vorgabe, diese 60-Minuten-Siege zu schaffen. Heute wäre nach 60 Minuten fast oder 65 Minuten das Spiel tot gewesen mit dem Elfmeter. Warum klappt das im Moment nicht? Und werden wir dieses Jobsharing auch nach 45 Minuten Spieler raus, jetzt bis Weihnachten auch so weitererleben? Also erstmal finde ich, dass der Gegner heute zu gut war, um das hinzukriegen. Da gab es schon andere Teams jetzt dieses Jahr hier, die uns nicht so viele Probleme gemacht haben. Trotzdem hat man natürlich mit dem Elfmeter das trotzdem schaffen können. Warum, liegt auf der Hand, weil wir den Elfmeter nicht getroffen haben. Das ist eigentlich recht leicht zu erklären. Weil das Jobsharing, grundsätzlich bin ich kein großer Freund davon. Ja, es ist dann viel medizinische Vorgabe, einfach weil wir ein paar Muskelverletzungen hatten. Und wie ich schon mal gesagt habe, wenn du dann Spieler wie Klos, die jetzt heißt, der länger gefehlt hat, wie Conny Leimer, das sind alles ähnliche Positionen, die auch für andere spielen könnten. Wenn die alle wegbrechen, dann muss ein anderer einfach viel spielen. Und wenn er sich dann noch Muskelverletzung holt, musst du natürlich irgendwie versuchen, klar wieder reinzuwerfen, weil du Spieler brauchst. Andererseits aber darfst du nicht gleich wieder verheizen, sonst fehlt dir irgendwann mal 6, 7, 8 Wochen. Und das sollte nicht passieren. Benny fällt jetzt noch aus bis Weihnachten. Also wir haben einfach sehr viele Spieler auf derselben Position, die weg sind und nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen müssen wir den anderen ein bisschen behutsam umgehen. Aber grundsätzlich, wenn ich ja, Nordi jetzt gegen PSG gesehen habe oder vor allem heute die 10 Minuten nach der Pause, wo er noch gespielt hat, da war er außergewöhnlich gut. Und natürlich würde ich ihn gerne mehr spielen lassen oder auch ein Upa grundsätzlich. Aber es ist ja nicht immer möglich, wie das dann bis Weihnachten aussieht. Weiß ich nicht, ich habe heute auch andere Wechsel geplant, die dann nicht mehr gingen mit Angel als Beispiel. Von dem her ist es sehr schwer, das immer vorherzusagen.
Gut, Andreas, wir probieren es nochmal. Andreas Hunzinger für einen Kicker. Geht die Verbindung jetzt? Nein. Nein? Das sieht nicht so aus. Oh, der kriegt Hilfe. Er bekommt Hilfe. Ja, probier's mal. Aufgabe. Hier kommt was an. Schieß mal los. Ich wollte fragen, noch kurz zum nächsten Mittwoch, Champions League. Was wir dort erwarten, was wir nachher spielen und. Ja, ich erwarte grundsätzlich einen Gegner, der fußballisch sehr gut ist. Das hat man auch im Spiel von Başakşehir hier bei uns gesehen, wenn sie ein bisschen Platz haben, dass sie gute Lösungen haben. Hat man auch gegen die anderen beiden Teams in der Gruppe gesehen, dass sie schon Qualität haben, wenn sie zu viel Raum kriegen. Das sind alles gute Zocker, gute Fußballspieler, die immer Lösungen haben, auch dann Tore zu erzielen. Ja, wir wollen aus eigener Kraft gerne weiterkommen und demnach sind wir gezwungen, die Spiele am Mittwoch auch zu gewinnen. Demnach sollten wir ihnen eben nicht diesen Raum geben, den sie dann in der zweiten Halbzeit hier bei uns hatten. Und ja, auch da versuchen, selber natürlich torgefährlich zu werden, alles reinzuwerfen, um am Ende die 3 Punkte dann in dem Fall mit nach München zu nehmen. So, dann kommen wir langsam zum Ende. Jan Ahlers von der Neuen Westfälischen hat noch eine Frage. Ja, Herr Neuhaus, wir haben eben die Präsenz von Fabian Klos schon gelobt in einem Beisatz. Dann hat er natürlich nicht nur körperlich nur seine Präsenz gezeigt, sondern auch das Tor gemacht. Man hat sofort gesehen, dass ein riesiger Rücken durch die Mannschaft ging. Ja, was bedeutet das erste Tor von Fabian Klos, dass er jetzt noch ein bisschen Zeit gebraucht hat für die kommenden Wochen? Was kann das nochmal zusätzlich Schub verleihen, wie sehr freuen Sie sich persönlich? Nee, gratuliert habe ich ihm nicht und ich glaube, dass auch kein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, weil er ein Tor geschossen hat, sondern der Ruck ist eigentlich über 19 Minuten auch durch die Mannschaft gegangen, hat sich nie aufgegeben. Ja, mir wäre es lieber gewesen, wenn es ein Tor gewesen wäre, wo wir was Zählbares hätten mitnehmen können. Ansonsten freut es mich natürlich für ihn und auch mit der Hoffnung verbunden, dass er so eine lange Durststrecke, die er jetzt hinter sich hatte, dann auch ad acta legt und nicht an sich zweifelt. Er ist auch ein Spieler, der in der ersten Liga bestehen kann. Super robust heute in den Zweikämpfen, hatte Leipzig schon sehr, sehr große Probleme. Ein Tor gemacht, die zweite Chance ganz kurz vor Schluss. Leider vergeben, eine gute Vorlage für die erste Chance für Doan. Vorbereitet, waren also viele gute Aktionen, die er heute hatte und von mir aus kann er so weitermachen. Und dann kommt die letzte Frage des Tages von Elena Boschkowska für die LVZ, bitte. Hallo, vielen Dank. Herr Nagelsmann, warum haben Sie sich denn im letzten Moment gegen das Neubau entschieden? Was ist das so bereit? Ja, bitter für ihn. Manchmal passieren solche Dinge im Fußball. Wir haben einfach in der Phase oder Lucky hatte den Krampf und da wollte ich grundsätzlich 1:1 wechseln. In der Phase haben wir aber kaum Ballbesitzphasen gehabt, haben jeden Ball verloren und haben einfach Struktur gebraucht. Und da ist Sabi schon deutlich weiter, uns Struktur zu geben wie ein Stürmer. Und deswegen haben wir dann den Kapitän auch gebraucht, um einfach ein bisschen mehr Ruhe in unser Spiel zu kriegen und dann auch den Vorsprung einfach über die Zeit zu bringen. Und demnach war das dann aus Mannschaftssicht die bessere Wahl, auch wenn es natürlich hart ist, weil er schon umgezogen da stand. Aber es sind einfach Entscheidungen, die du in sehr kurzer Zeit treffen musst und die war dann, glaube ich, auch die richtige, auch wenn es für ihn, und es tut mir leid für ihn, nicht angenehm ist, aber davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Dann nächstes Mal kriegt er wieder eine Chance und dann kann er reinkommen und Tore schießen und dann sind wir alle mehr zufrieden, als wir vielleicht heute sind. Dann vielen Dank für Ihre Fragen, danke auch an die beiden Cheftrainer, allen einen schönen Abend und den Gästen natürlich eine gute Heimreise nach Bielefeld. Danke, danke.